Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung, meine Mother. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um eine Erweiterung in diesem Spiel, eine sehr, sehr kleinere. Wenn wir nun auf die Blöcke gucken, sehen wir schon, oh, die sind dicker geworden. Und zwar der Mod heißt auch 3D Blocks Mod. Und zwar, der fügt bei manchen Items, die ich immer aufgestellt habe, die meisten zumindest, eine, sag jetzt mal, Vertiefung. Weil es sonst langweilig aussehen würde, glaube ich, dass man nur so eine Textur hat, die immer so ein kleines Plättchen sozusagen. So ist es halt viel, viel besser aufgebaut. Und die werde ich euch jetzt mal vorstellen und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt sind wir nun da. Und dann will ich mal kurz euch alles zeigen. Ja, was heißt kurz? Man kann diesen Mod nur kurz vorstellen, da er sehr klein ist. Und wirklich noch nicht so weit. Ja, alle Saplings sind supported. Man sieht sie auch so an. Ich denke, man sieht es in dem Video. Die sind wirklich dicker geworden. Hier nochmal die Rosen, also die Blumen. Die sind auch sehr dick geworden. Nur wenn man jetzt da runter guckt, sieht man auch kleine Grafikfehler. So, das liegt dann wahrscheinlich daran, dass entweder es Probleme mit dem Mod gibt oder generell, das ist mir schon letztes Mal sehr oft aufgefallen, dass es an Minecraft liegt. Ja, muss man mit leben zurzeit. Da dieser Mod auch sehr neu ist. Ja. Kommen wir zum nächsten und zwar ist es das Spinnnetz. Man kann es sich angucken. Hat nun die gleichen Fehler, aber ich muss wirklich sagen, die Blöcke sind sehr schön geworden. Und auf diesen ersten Blick sieht man nichts. Und zwar die Leitern sind nun auch dicker geworden, kann man so sehen. Und die Lianen, glaube ich, ja, die Lianen sind auch nun dicker geworden. So kommen wir zu dem nächsten Block. Und zwar zu Redstone. Redstone, wenn man genau hinguckt, sieht man das auch. Dieser Mod ist halt nur ein grafischer Mod. Ändert nichts. Ich habe hier mal noch eine aktive Redstone-Leitung hingestellt. Man sieht das auch richtig, wenn ich mal so gehen würde. Dann sieht man schon, dass es jetzt mehr 3D geworden ist. Der Download-Link wird in der Beschreibung sein. Für diese Mod braucht ihr allerdings den Forge. Forge ist sehr leicht zu installieren, kommt wahrscheinlich bald noch ein Installationsvideo. Das werde ich hier drauf verlinken, wenn es schon da ist. Und dann würde ich schon sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ein sehr, sehr kurzes Video. Dafür aber sehr informativ, würde ich jetzt mal so sagen. Ich wollte den Mod nur zeigen, weil er mich selbst sehr beeindruckt, was man mit diesem Spiel machen kann, da diese Blöcke meiner Meinung nach viel, viel besser nun aussehen, anstatt immer dieses Flache. Und ja, ihr könnt ja auch die Saplings hier anpflanzen, nein, Spaß, das war auch cool jetzt. Dann sage ich, ihr könnt mich ja auch mal abonnieren, auf meinem Kanal vorbeischauen und dann sage ich, hast rein, rein, rein.